Hi Leute, in dem Video geht es um Verdauungszeiten, um Lebensmittelkombinationen. Und zwar wollte ich die euch einfach mal ein bisschen nahe bringen und ein paar erwähnen, so die wichtigsten zumindest. Und ja, am Anfang der Rohkost ist es eben so, dass es noch nicht so wichtig ist. Man merkt dann noch gar nicht so, was Fehlkombination ist. Aber es ist halt wirklich so, umso länger man sich mal von der Rohkost ernährt, umso mehr entgiftet der Körper und umso sensibler wird man dann auch, was einem dann nicht mehr passt. Bei den meisten ist es eben so, die dann länger bei der Rohkost bleiben, dass sie dann immer sensibler werden. Also Gourmet-Rohkost, ganz viel gemischt, was einen am Anfang gar nicht gestört hat, was man gar nicht gemerkt hat. Da wird man dann sensibler und merkt, dass man dann irgendwie wie nach einem Essen sonst, nach einem Schweinebraten, so sag ich jetzt mal, wie platt man da war und müde und träge. Und so wird es dann eben auch, wenn man falsch kombiniert. Genau. Und so ein paar wichtige Kombinationsregeln. Also es ist einfach wichtig, dass man schaut. Das Optimale wäre natürlich immer nur Mono zu essen. Das heißt eine Sache, eine Frucht oder nur Salat oder eine Lebensmittelgruppe. Also das wäre natürlich das Optimum, aber das ist sowieso am Anfang noch gar nicht wichtig. Aber es ist eben so, dass es stärkere Fehlkombinationen gibt, die auch jeder am Anfang teilweise schon wahrnehmen kann. Also so das Schlechteste, was man machen kann, ist irgendwie ja, Fett mit Wasser, ne? Also was ganz ja, fettig ist, sowas wie Avocado oder irgendwas mit Öl oder so. Und danach dann Früchte zu essen oder wässrige Früchte, irgendwie Wassermelone und Avocado oder so. Beziehungsweise Wassermelone und Nüsse oder so. Es ist ja wie, ja, Fett schwimmt einfach so im Wasser und genauso schaut es im Magen aus und es wird nicht richtig verdaut. Und man sollte einfach schauen, dass die Sachen, die am schnellsten verdaut sind, dass man die zuerst isst. Damit eben die Sachen auch in einem Zug durchgehen können durch den Verdauungstrakt und dass die nicht blockiert werden, aufgehalten werden und dann gären. Und ja, zu so einem Gären oder halt zu einer unvollständigen Verdauung kommt es eben, wenn man zum Beispiel Früchte nach dem Essen isst. Früchte ist so das, was am schnellsten verdaut wird. Also zuerst kommen, ja, Wasser braucht so eine Viertelstunde ungefähr im Magen. Dann Fruchtsäfte oder Gemüsesäfte, die brauchen vielleicht so eine halbe Stunde. Dann kommen eben so die wässrigen, halbsüßen Früchte. Also zuerst mal sowas wie Orange. Und dann eben immer dichtere Früchte, sowas wie Banane. Ist ja dann schon dichter, schon konzentrierter, das braucht ein bisschen länger durch die Verdauung. Also so normale Früchte brauchen so, ja, so circa eine Stunde, bis zu einer Stunde sowas. Je nachdem, wie man dann halt auch kombiniert, umso mehr man kombiniert, umso länger dauert es auch dann meistens. Und ja, Bananen ist dann eben schon ein bisschen schwerer, das sollte man dann eben nach so wässrigen Früchten eher essen oder Datteln. Und dann kommen eben so Sachen wie ja, Gemüse, Salate, die brauchen dann 2, 3, 4 Stunden. Nüsse brauchen 4 Stunden, sowas. Und ja, Melone ist nochmal so ein extra Ding, die sollte man immer einzeln essen. Wassermelone, Honigmelone immer einzeln essen. Mit nichts kombinieren, so. Also so süße Früchte, sowas, oder wässrige Früchte wie Apfel, Kiwi und sowas kann man kombinieren oder Apfel, Birne, genau. Was halt zum Beispiel ja eigentlich nicht toll ist, ist eben Fett mit Früchten zu kombinieren. Also Nüsse eben mit Orangen oder sowas ist nicht gut. Genau. Und Fleisch und sowas, tierische Produkte brauchen noch viel länger für die Verdauung.
Also ich weiß es nicht, da gehen die Zahlen irgendwie Meinungen auseinander. 8 Stunden, 16 Stunden sagen manche, andere sagen, keine Ahnung, ein Tag sogar bis zu. Und ja, es ist einfach nicht für den menschlichen Körper gemacht. Genau. Samen, Hülsenfrüchte brauchen auch viel länger. Hülsenfrüchte ist, denke ich, Bohnen eigentlich nicht so für einen Menschen geeignet, sollte man wenn möglich meiden. Auch Getreide ist nicht so toll oder halt irgendwelche Körner, das ist einfach nicht. Auch Brot dann zu essen ist sehr unnatürlich so. In der Natur wird man keine nicht an einem Feld vorbeikommen und sich irgendwie tausende von Samen sammeln und die dann essen. Oder, ja, und beim Brot, da ist es eben alles konzentriert und gemahlen und ja. Also nicht unbedingt irgendwie auch diese Kombination, was in Energy Balls drin ist, ist nicht ganz so optimal mit Trockenfrüchten und Nüssen. Aber ja, anfangs merkt man das sowieso überhaupt nicht. Anfangs ist es halt wichtig, so dass man auch mit dem Trinken das beachtet. Also wenn ich trinke, dass man nur vor dem Essen trinkt, am besten eben eine Viertelstunde vor dem Essen, nichts mehr während oder nach dem Essen trinkt, weil man dann halt auch die Verdauungssäfte wieder verdünnt. Und genau, außer man hat halt extrem Durst, aber dann sollte man nur so viel trinken, wie man dann Durst hat. Genau. Also immer das schneller Verdauliche zuerst essen. Also kann man zum Beispiel irgendwie starten, immer vorher Früchte essen, nie nach dem Essen eben Früchte essen. Und erst Früchte essen, Orangen oder so, dann weitergehen mit Bananen, also dichteren Früchten. Und dann vielleicht übergehen zu einem Salat so. Am besten eine halbe Stunde, Stunde warten so, damit es schon einigermaßen durch ist und dann Salat, irgendwas gemischten essen. Man kann da dann schon kombinieren so. Oder dann eben auch Gemüsefrüchte zusammen im Salat, das ist auch völlig in Ordnung. Dass man eben schaut, dass man die einzelnen Lebensmittelgruppen nur untereinander kombiniert. Also stärkehaltige Sachen nur untereinander kombiniert. Dann Eiweiß und Kohlenhydrate eben, also jetzt nicht Fett mit Früchten unbedingt. Und dass man da einfach immer mehr drauf achtet und man merkt dann schon, wie lange der Körper für die Verdauung braucht. Und das ist halt was, was man ja immer mehr integrieren kann. Umso weiter man, umso länger man Rohkost isst, wird man merken, dass man eben immer sensibler dafür ist und dann sollte man das auch immer mehr einhalten. Dann fühlt man sich einfach viel besser. Genau. Ich wollte auch nochmal einen Link unter das Video dann stellen. Mit einer Liste, wo Lebensmittelkombinationen drin sind. Schaut euch das mal an, da wird es super schön erklärt, so könnt ihr euch ausdrucken und euch das Ganze einfach zur Angewohnheit machen, dann ist es eh überhaupt kein Stress und man fühlt sich einfach besser. So viel dazu, Leute, dann macht's gut und ich hoffe, ihr probiert es mal aus. Bis dann, ciao.